Unsere Themen am Mittwoch. Erneute Hoffnung für Alteinschließer. Kein Schnee in Sicht. Und eine turbulente Hinrunde beim FCE. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Außergewöhnliche Biere, die beste Freunde gemeinsam genießen. Whisky Malz inspiriert von Schottland. Mit einem charakteristisch rauchigem Aroma und einer feinen Whisky-Note. Portwein Hefe, inspiriert von Portugal. Mit dem vom Rotwein bekannten fruchtigen Aroma und feiner Säure. Wiener Kaffee, inspiriert von Österreich. Mit echten gemahlenen Kaffeebohnen hergestellt, in dieser Genussvariante einzigartig auf dem deutschen Markt. Nur für Genießer. Die streng limitierten Landskron Gourmet-Biere. Was für ein bewegender Moment. Es ist der Anfang vom Ende des Tagebaus Cottbus Nord. Nach 32 Jahren geht die Förderbrücke F34 im Braunkohletagebau mit dem heutigen Tag planmäßig außer Betrieb. Mit der Ausfahrt des letzten Kohlezugs sind die Vorräte erschöpft. Hier wird in den nächsten Jahren der Cottbusser Ostsee entstehen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Mittwoch und damit gleichzeitig zu unserer letzten Sendung in diesem Jahr. Das Bundesverfassungsgericht hat in der letzten Woche im Cottbuser Altanschließerstreit ein Machtwort gesprochen. Grundstückseigentümer dürften nicht nachträglich zur Kasse gebeten werden. Dieser Beschluss hat Folgen. Jetzt droht der Stadt eine Rückzahlung der bereits eingenommenen Beiträge. Oberbürgermeister Holger Kelch will sich am 5. Januar mit Anwälten treffen. Seiner Meinung nach müsse es eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes geben. Im Jahr 2016 stehen also spannende Entscheidungen dazu an. Jubel bei den Gegnern, Überraschung im Rathaus. Das Bundesverfassungsgericht hat in der letzten Woche für eine neue Wende in der Altanschließer-Thematik gesorgt. Die Richter gaben zwei Cottbuser Klägern Recht, die sich gegen die Beitragsforderungen der Stadt gewehrt haben. Als Altanschließer gelten die Haushalte, die vor der Wiedervereinigung an das Wasser- und Abwassernetz der Stadt angeschlossen waren. Sie sollen nun rückwirkend dafür Beiträge zahlen. Knapp 9000 Haushalte sind betroffen. Nach Bekanntwerden des Beschlusses hat die Stadt sofort alle aktuellen Verfahren gestoppt. Nun sei das Land in der Pflicht. Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Beschluss deutlich gemacht, dass das Kommunalabgabengesetz des Landes Brandenburg fehlerhaft ist. Hier ist jetzt die Landesregierung und der Landtag des Landes Brandenburg an erster Stelle gefragt. Und dieser Beschluss besagt ja auch, dass die anhängigen Verfahren jetzt an das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zurückgereicht worden sind. Und das muss dann natürlich dann entscheiden. Nun ist also Geduld gefragt. Im Fall Cottbus geht es um knapp 74 Millionen Euro, die durch die Altanschließerbeiträge zusammenkommen sollten. Knapp 20 Millionen Euro wurden schon in Wasser- und Abwasserprojekte der LWG investiert, darunter etwa in die Straße der Jugend und in den Stadtteilen Vorplatz. Gelder, die dann natürlich fehlen würden und anders kompensiert werden müssten. Nicht um Beitragserhöhungen hier, das schließe ich erstmal jetzt aus. Hier geht es um Entgelterhöhungen. Die müssen natürlich berechnet werden und es kann natürlich auch zu einer Änderung des Abwasserbeseitigungskonzeptes kommen. Das heißt, die Investitionen der LWG werden zukünftig gestreckt werden müssen. Das muss aber erstmal berechnet werden, bewertet werden. Da gibt es sicherlich betriebswirtschaftlich einige Varianten. Die können wir gerne aufzeigen. Das wird eine große Herausforderung für die Stadt werden. Aber sie müssen juristisch auch sauber sein. Holger Kelch betonte, dass man aus vergangenen Fehlern lernen will. Deswegen sichert man sich nun erst einmal ab. Am 5. Januar gibt es ein Treffen mit Anwälten. Dann soll das weitere Vorgehen besprochen werden. Fehler aus der Vergangenheit bestätigt. Die SPD hat einen Nachfolger für ihren verstorbenen Fraktionsvorsitzenden Klaus Ness gefunden. Der 53-Jährige war in der Nacht zum Freitag an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben. Mike Bischoff soll Anfang nächsten Jahres gewählt werden. Die Neuwahl sei für den 12. Januar vorgesehen. Er war bislang so etwas wie die rechte Hand von Ness. Weiter geht es jetzt mit den Kurznachrichten. Die beginnen mit einem Komplettabriss eines Garagenkomplexes.
Die Garagen sind platt. Sando ist Großbaustelle der EG Wohnen und der GWC. Die Unternehmen reißen den Garagenkomplex zwischen Fährgasse, Elisabeth-Wolf-Straße und der Wilhelm-Riedel-Straße ab. Dort sollen künftig neue Wohngebäude entstehen. Die Arbeiten starteten bereits am 18. Dezember. Perspektive für Rückkehrer. Zwischen Weihnachten und Neujahr startet der Tag für Rückkehrer. Am 28. Dezember können sich Zurückgezogene über Arbeitsstellen, Wohnungsangebote und Kita-Plätze informieren. Von 10 bis 13 Uhr stehen im Foyer des Rathauses mehrere Infostände bereit. Mehr als 4000 Jobs aus Südbrandenburg werden dort angeboten. Auch eine individuelle Betreuung ist möglich. Wochenmarkt kehrt zurück. Der Wochenmarkt nimmt wieder seinen Platz vor der Stadthalle ein. Am 23. und 24. sowie am 30. und 31. Dezember haben die Verkaufsstände geöffnet. Kunden können dann wieder die üblichen frischen Produkte kaufen. Neben dem üblichen Angebot verkaufen die Händler auch frischen Karpfen. Die Polizei ist am Montagabend zum Netto-Supermarkt an der Ewald-Müller-Straße gerufen worden. Angeblich wegen einer Schlägerei. Tatsächlich handelt es sich aber um einen Diebstahl. Das Marktpersonal hatte drei junge Männer beim Klauen erwischt. Daraufhin wurden ein Mitarbeiter und ein Kunde verletzt. Beide Opfer mussten ins Krankenhaus. Alle drei Täter stammen aus der Drogenszene und sind der Polizei bekannt. Der 24-jährige Haupttäter wurde festgenommen. Wie sich später herausstellte, war er mit 1,89 Promille alkoholisiert. Die beiden anderen Männer flohen. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten die Tatverdächtigen trotzdem ermittelt werden. Die Kripo hat die weiteren Untersuchungen übernommen. Auch wenn es derzeit nicht danach aussieht oder sich so anfühlt, gestern war kalendarischer Winteranfang. Dass es zu Weihnachten und bis zum Ende des Jahres keinen Schnee gibt, wissen wir schon längst. Aber wie sieht es denn fürs Jahr 2016 aus? Unser Wetterexperte Rolf Tautkus weiß vielleicht schon mehr. Temperaturen bis zu 12 Grad und das im Winter. Am Staatstheater blühen sogar schon die ersten Bäume. Meteorologe Rolf Tautkus beobachtet das Weihnachtswetter schon seit einigen Tagen. Er weiß, wie das Wetter in den nächsten Tagen aussieht. Ja, es bleibt so, wie es momentan noch ist. Ziemlich mild für die Jahreszeit. Temperatur am Tage zwischen 10 und 12 Grad. Wetter wird gar nicht so schlecht werden. Also vielleicht zeitweise ein bisschen Regen ist möglich, aber in der Regel wird es überwiegend trocken bleiben. Auch auf dem Weihnachtsmarkt ist niemand wirklich dick angezogen. Um richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen, fehlt einfach noch ein bisschen Schnee. Von dieser Vorstellung haben sich die meisten aber schon verabschiedet. Auch Anfang des nächsten Jahres sieht es mit dem Winter nicht viel besser aus. Der Winter fängt ja erst an, da geht ja noch bis März eigentlich. Also die Hoffnung stirbt zuletzt, wir werden wahrscheinlich noch kalte Phasen haben, vermute ich mal. Für die nächsten Tage weitere Aussichten bis Neujahr, Anfang des Jahres, ist es ziemlich unsicher. Die Temperaturen gehen etwas zurück, also auf Temperaturniveau von vielleicht 5 Grad am Tag. Nachts könnte es dann Anfang des Jahres ein bisschen Frost geben, eventuell auch vielleicht ein paar Schneeflocken, wenn es Niederschlag gibt. Aber die Unsicherheit ist sehr, sehr groß und die Wahrscheinlichkeit für einen wirklichen Wintereinbruch ist noch ziemlich klein, unter 20%. Ob es also in diesem Winter nochmal Schnee in der Stadt gibt, steht noch in den Sternen. Dafür kann man dieses Weihnachten ja mal draußen verbringen. Also den Eiskratzer lieber noch nicht wegpacken. Vielleicht haben wir ja Glück und das neue Jahr beschert uns doch noch etwas Schnee. Eine bewegende Hinrunde, die hatte Energie Cottbus. Ausgerechnet in der Jubiläumssaison mussten die FCE-Fans einiges durchmachen. Zum Beginn der Saison hätte wohl keiner damit gerechnet, dass das Motto »Hart an der Grenze« eine so weitreichende Bedeutung erlangen könnte. Eine Berg- und Talfahrt, die haben die Fans von Energie Cottbus in der Hinrunde ertragen müssen. Erst stand die Mannschaft auf einem Aufstiegs-, zwischenzeitlich sogar auf einen Abstiegsplatz. Dabei ist der Verein vielversprechend in die Saison gestartet. Der Kader klang hochkarätig und die ersten zwei Spiele wurden gewonnen. Wenn man da sieht, was für ein Konkurrenzkampf auch da ist. Ich war eben bei den Physios und wir haben, glaube ich, 22 Feldspieler plus die Torhüter aktuell zur Verfügung. Das zeigt sich jeden Tag im Training, da muss jeder sich wirklich reinhauen. Und das sind schon mal gute Vorzeichen, dass wir da auch gut durch die Saison kommen. Doch wie aus dem Nichts sollte ab dem dritten Spieltag kaum noch etwas gelingen. Es folgten 11 sieglose Spiele. Dieses Mal fackelte die Vereinsführung nicht lange. Am 19. September wurde Stefan Krämer entlassen.
Ausgerechnet eine FCE-Legende sollte Energie vor dem Untergang bewahren. Vasile Miriuza. Er kennt den FC Energie Cottbus aus der Vergangenheit heraus sehr genau. Er hat auch, obwohl er Jahre nicht zu Hause war, natürlich den Werdegang seines Vereins mitverfolgt. Er kennt die Strukturen im Verein. Lazi schafft es, die Spieler wieder zu motivieren. Neue Trainingseinheiten, ein gemeinsames Frühstück und viel Disziplin. Das ist das Erfolgsrezept vom Neuen. Wir haben versucht, die Defensive erstmal ein bisschen zu stärken, haben mehr Standards ein bisschen anders verteidigt und versuchen natürlich mehr den direkten Weg nach vorne, ein bisschen zielstrebiger zu spielen. Und das ist aber auch ganz normal, dass da ein bisschen Veränderungen eintreten und momentan setzen wir sie sehr gut um. Mit Erfolg. Unter Miriuza ist der Verein seit seinem Amtsantritt ungeschlagen. Doch die Strenge scheint nicht bei allen anzukommen. Cedric Mbala hält sich nicht an die Regeln des Trainers. Die Konsequenzen spürt er sofort. Cedric Mbala spielt keine Rolle mehr bei Energie Cottbus, bei Miriuza. Ja? So lange bin ich hier Trainer. Er ist nicht verletzt, Cedric Mbala. Ja? Du fragst mich, was ist mit Cedric? Ist nicht verletzt, ja? Cedric ist nicht in der Kader. Fahr nicht mit uns jetzt. Ich bin kein Arschloch oder etwas so. Ich bin flexibel, ja. Wenn einer mag einen Fehler, erst einmal, ich kann akzeptieren, da wir sind alle Menschen, ja. Zweiter Mal sage ich, okay, kriege noch keine Chance, aber dritter Mal ist vorbei. Und er ist nicht der Einzige. Auch Nesto Djengu und Frederic Kyré müssen sich einen neuen Verein suchen. Außerdem sollen in der Winterpause einige Neuzugänge geholt werden. Denn auch wenn Cottbus momentan auf Platz 14 steht, ist mit nur 3 Punkten Vorsprung auf Platz 16 der Abstiegskampf noch lange nicht vorbei. Die Hängepartie geht also auch im neuen Jahr weiter. Nun kommen wir zu den beiden Gewinnern vom FCE Adventskalender. Werner Zeiser bekommt den Kalender von der gesamten Mannschaft. Viel Spaß damit. Und der Hauptpreis, der unterschriebene Ball, geht an Bärbel Schmidtchen. Herzlichen Glückwunsch. Insgesamt 24 Fanartikel haben wir in den letzten Wochen verlost. Viele haben sich ihre Gewinne schon abgeholt. Diese Glücksmomente haben wir festgehalten. Gewinne können dann im neuen Jahr bei uns abgeholt werden. Morgen sehen Sie dann hier unter anderem ab 20 Uhr Spielfilme von Filmemachern aus der Region. Die Programmübersicht zu den Feiertagen finden Sie auf unserer Internetseite und auf der Videotextseite 222. Die Sendung LTV Aktuell gibt es ab 4. Januar wieder. Das gesamte Team von LTV wünscht Ihnen frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dahin, tschüss. Mein Name ist Bernd Scharf, ich bin Geschäftsführer von Lausitz TV. Ich wünsche Ihnen eine friedvolle Weihnachten, einen guten Rutsch, alles Gute fürs neue Jahr. Vielleicht schauen Sie wieder mal bei uns rein. Danke. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Sendung in diesem Jahr von Einsteiger TV, dem Magazin rund um alles Wissenswerte zu Cottbusverkehr. Cottbusverkehr ist auf den Frosch gekommen. Paul heißt er und ist das neue Maskottchen des Unternehmens. Auf der diesjährigen Herbstmesse hatte Paul seinen ersten großen Auftritt. Seine Geschichte beginnt jedoch schon eher im Frühjahr 2015. Da startete Cottbusverkehr einen Ideenwettbewerb für 51 Kindergärten in Cottbus, Kolkwitz und Peitz. 9 beteiligten sich an dem Projekt und schickten ihre Vorschläge zum Unternehmen.
Manch eine Gruppe brachte ihr Werk sogar persönlich vorbei. Alle eingereichten Entwürfe wurden dann für eine Vorauswahl den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Cottbus Verkehr vorgelegt. 4 Entwürfe kamen in die engere Wahl: Frosch, Straßenbahn, Vogel und Fuchs. Die letzte Entscheidung zu Paul traf am Ende eine Jury bestehend aus Grundschülern aus Schmelwitz, der Stadtteilmanagerin Karin Kühl, der Kinderschutzbeauftragten Marianne Materna, dem Cottbusverkehr-Geschäftsführer Ralf Thalmann und Marketingchefin Juliane Züge. Am Ende fielen alle Stimmen auf den Frosch. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Cottbusverkehr durften dann Vorschläge für den Namen abgeben. Paul sollte es sein und das mit gutem Grund. Paul Ernst Friedrich Werner war 1903 Oberbürgermeister der Stadt Cottbus und ihm ist es zu verdanken, dass Cottbus eine Straßenbahn hat. Sie sehen ja unser Maskottchen, den Paul. Das ist das neue Maskottchen von Cottbusverkehr, den sieht man hier überall. Ja. Wie finden Sie den? Ja, ganz witzig. Ja, ist witzig? Ja, können Sie sich, was anderes. Können Sie sich vorstellen, warum wir einen Frosch genommen haben? Naja, wegen der Umwelt vielleicht. Ja, sehr gut. Genau das. Ja, sehr gut. Farbenfroh, fröhlich, sieht ganz gut aus, also passt, macht Laune. Frosch Paul wird nun überall dort zu finden sein, wo Cottbusverkehr etwas berichtet. Ob auf Baustellenflyern oder Familienangeboten, die kleine grüne Sympathiefigur hat alle Herzen bereits erobert. Und Paul ist bereits auch mobil. Wie Sie gerade sehen konnten, haben wir einen kompletten Citybus in ein Infomobil verwandelt. Und natürlich ist Paul darauf zu sehen. Das Infomobil wird zukünftig aber nicht nur auf der Herbstmesse präsent sein, auch auf Ausbildungsmessen und Events, Baustelleninformationen oder für Informationen rund um Bus- und Straßenbahn in den verschiedenen Stadtteilen und Randgebieten unterwegs sein. So wie am 16. November zum ersten Mal in Ströbitz. Wo befindet sich eine Haltestelle und welche Linien fahren dort ab? Wie komme ich am besten in die Innenstadt? All diese Fragen hat sich jeder schon einmal gestellt, wenn es um Bus und Straßenbahn geht. Die Antworten sind für jeden Stadtteil anders und so hat es sich Cottbusverkehr zur Aufgabe gemacht, für alle Stadtteile die richtigen Antworten zu geben, ganz individuell und passend. Premiere hatte dazu das Infomobil in Ströbitz. Juliane Züge und Nicole Lemke informierten dort alle Interessierten zu Bus und Straßenbahn. Wir freuen uns, zukünftig mit unserem Infomobil auch in Ihrem Stadtteil unterwegs zu sein und Sie über Bus- und Straßenbahn, Umsteigebeziehungen, Fahrscheinkauf und viele Sachen mehr zu informieren. Und vielleicht sehen wir uns auch. Im kommenden Jahr sind auch die anderen Stadtteile dran. Aber keine Angst, auch die umliegenden Dörfer werden nicht ausgeschlossen. Augen auf und einfach fragen, wenn Sie das Infomobil mit den beiden sympathischen Damen bei sich im Stadtteil entdecken. Liebe Zuschauer, am kommenden Sonntag, am 13. Dezember, gibt es den jährlichen Fahrplanwechsel. Dazu sollten Sie bereits jetzt einen neuen Einsteiger in Ihrem Briefkasten gehabt haben. Wenn nicht, dann erhalten Sie Ihr Exemplar natürlich wie gewohnt auch im Kundenzentrum an der Stadtpromenade. Zum 1.1. gibt es auch eine Tarifanpassung. Unter anderem wird die 4-Fahrten-Karte von 5,40 Euro auf 5,60 Euro angehoben. 14 Tage lang, also bis zum 14. Januar, dürfen Sie alte Fahrausweise noch abfahren. Bis 31. Mai können Sie Ihre Fahrausweise im Kundenzentrum an der Stadtpromenade umtauschen. Liebe Zuschauer, das war Einsteiger TV für dieses Jahr. Es hat mir viel Freude bereitet und ich hoffe, auch Sie im nächsten Jahr wieder hier ab März begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine erholsame und besinnliche Weihnachtszeit und einen ganz tollen Start in das Jahr 2016. Wir sehen uns im März. Bis dahin. Tschüss. Dieses Mal im Expertenangebot der Woche ein super Last-Minute-Weihnachtsgeschenk für eure Lieben. Das Asus Notebook hat mit seinem 15,6 Zoll Display eine wirklich angenehme Größe. Mit dem bis zu 3,4 GHz Quad-Core-Prozessor lassen sich selbst anspruchsvolle Multimedia-Anwendungen flüssig darstellen. Aber auch der 8 GB DDR3 Arbeitsspeicher sorgt für ein schnelles Arbeiten. Mit der internen 1 TB Festplatte habt ihr genug Platz für eure Fotos, Videos und Musik. Mit USB 3.0, HDMI, VGA und dem SD-Kartenleser könnt ihr all eure Geräte anschließen. Die integrierten Premium-Lautsprecher von Sonic Master bieten einen brillanten Klang.
Auf dem Notebook ist bereits Windows 10 vorinstalliert und mit dem mitgelieferten Buch erhaltet ihr wichtige und wertvolle Tipps. Und das ist noch nicht alles. Zusätzlich bekommt ihr Office 365 und das Kaspersky-Sicherheitspaket kostenlos für ein Jahr. Dieses Expertenangebot der Woche bekommt ihr für nur 555 Euro in allen Expert-Fachmärkten. Expert, preiswert und kompetent. Jetzt neu im Kauflandcenter in Cottbus-Silo oder unter esc-expert.de. Auch in der kommenden Nacht bleibt es trocken. Mit 8 Grad wird es erneut recht mild. Der Heiligabend besteht aus einem Sonne-Wolken-Mix. Mit Niederschlag ist nicht zu rechnen. Die Höchstwerte liegen im zweistelligen Bereich. Bis zu 11 Grad sollen es werden. Am ersten Weihnachtsfeiertag sieht es ähnlich aus. Die Höchsttemperaturen liegen bei 9 Grad. Die Sonne kommt ab und zu zum Vorschein. Insgesamt bleiben die Feiertage relativ mild und angenehm. Keine Lust, jede Woche in die Ferne zu pendeln? Keine Lust, die Familie nur zweimal im Jahr zu sehen? Dann komm zurück, deine Heimat bietet dir Arbeit. Am Montag, dem 28. Dezember, werden von 10 bis 13 Uhr im Cottbusser Rathaus am Neumarkt 5 mehr als 4000 Jobs aus deiner Region angeboten. Außerdem gibt es attraktive Wohnungsangebote sowie Informationen zu Kitas und Schulen. Worauf wartest du noch? Komm zurück, deine Heimat bietet dir Arbeit. Herzlich willkommen hier im neuen Gebrauchtwagenzentrum der Autohaus Cottbus GmbH. Wir haben für Sie geöffnet, auch über die Feiertage. Sie sind damit ganz herzlich eingeladen. Ich persönlich wünsche Ihnen alles Gute, eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das Beste zum Schluss. Wir bedanken uns für ein sensationelles Jahr 2015. Mit vielen Aktionsangeboten und herausragenden Einkaufsvorteilen. Bis zu 30% auf alle Möbelneubestellungen. Und beim Küchenkauf bis zu 50% Rabatt. Zusätzlich sogar die 0% Finanzierung. Das heißt, keine Zinsen und keine Gebühren. Nutzen Sie unsere kostenlose termingerechte Lieferung, kostenlose Montage durch unsere Profis und kostenlose Entsorgung Ihrer alten Möbel. Besuchen Sie uns auch zwischen den Feiertagen und erleben Sie die besonderen Angebote in allen Abteilungen. Möbelzentrum Großreschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Stadtwerke Cottbus. Mitgliedern, Geschäftspartnern und deren Familien frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr. EG Wohnen, Ihr kompetenter und verlässlicher Partner für gutes Wohnen in Cottbus. Cottbus. Weltoffen, tolerant.
So ist unsere Stadt. Machen Sie sich Sorgen oder haben Sie Fragen? Sprechen Sie mit Ihren Cottbuser Abgeordneten aus dem Bundes- und Landtag. Uli Frese, Kerstin Kircheis und Martina Münch erreichen Sie per E-Mail oder vor Ort im Bürgerbüro in der Mühlenstraße 17. Schöne, glänzende und besondere Neuheiten zu Weihnachten bei Fiedermanns am Altmarkt. Hochwertiger Schmuck in Weiß, Gelb und Roségold. Besetzt mit funkelnden Brillanten und Farbsteinen. Perlen sind nach wie vor von besonderer Bedeutung. Hochwertig auch die Uhren aus Glashütte, der Firmen Nautische Instrumente, Mühle und Bruno Söhnle. Vielleicht soll es aber auch nur einfach ein kleiner Goldbarren sein. In diesem Sinne, frohe Weihnachten wünschen Ihre Uhrmachermeister Fiedermann am Altmarkt 25. Cottbus bedankt sich bei ihren Mitgliedern und Partnern für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen. Es war ein schwieriges, aber auch erfolgreiches Jahr für die Wirtschaft in Südbrandenburg. Gemeinsam konnte viel erreicht werden. Die IHK Cottbus wünscht allen eine schöne Adventszeit, frohe Feiertage sowie einen guten Start ins neue Jahr. Auch 2016 gut informiert und beraten unter cottbus.ihk.de. Sag mal, hast du deinen Ingo auf Diät gesetzt? Nee, viel besser. Ich habe heimlich unseren Internetanschluss in das Cottbuser Netz umziehen lassen. Der geht jetzt so schnell, dass Ingo zwischendrin nicht mehr zum Naschen kommt. Du bist so gemein. Aber das will ich auch. Wo gibt's denn dieses Cottbuser Netz? Bei Mito und Wehr, bei Funk und Technik am Turm 14 und bei Teleco in der Hegelstraße 2. Oder unter internet-cottbus.de.